Ja, und damit moin, moin auch an die aktiven YouTube-Zuschauer. Die günstigsten FIFA-Coins gibt es bei meinem Sponsor mit dem Es ist Rabattcode unglaublich wichtig, GHG. Kompetenz zeigen zu können. Dankeschön, Zeus, für die 16 Monate. Wie gesagt, also in den letzten Tagen ist es halt immer, also es ist ja voll schon, also diese kleinen VIP-Runden, diese kleinen FIFA-VIP-Runden, die wir führen, sind ja mittlerweile schon keine Seltenheit mehr. Ich will euch auch eine Sache zeigen, die ich vorhabe, was ich auf jeden Fall, was mein Dreamteam ist, was ich in FIFA auf jeden Fall dieses Jahr machen werde, ist, also damit werdet ihr mich wahrscheinlich dieses Jahr hoffentlich in FIFA, also das ist mein Team, mein Dreamteam, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und zwar sind da ganz bestimmte Spieler dabei. Und zwar haben wir einmal den guten Laudrup. Ja, moin, nicht den, der Dings ist, warte, Lau. Ihr wisst ja, dass ich ein absoluter Skandinavien-Freak bin. Und da ist jetzt halt auch Legenden. Ja. Olle Laudrup, Mann, ich weiß, wie ein Dreamscrot geht. Mit Twitch später fühle ich mich wie ein Mod, ja moin. Also ihn, Olle. Dann holen wir uns auch. So sehen wir jetzt der Plan. Den 90er würde ich schon. Also der 90er wäre halt schon sick. Hey, warum kann ich nicht suchen? Oder Larsson und dann natürlich, weil er sowieso lit ist. Ich find's halt so krass auch. Einfach einen finnischen. Und das werden wir, wenn höchstwahrscheinlich in der Art und Weise spielen. Dass wir sozusagen halt das skandinavische Todestrio und dann halt rund ringsherum noch ein geiles Team so bauen. Wisst ihr, was ich, wie, also das ist halt, ihr wisst, dass ich ein Skandinavien-Freak bin und ich wollte schon immer irgendwie in FIFA krasse Skandinavien-Teams bauen. Man könnte natürlich jetzt auch Full Skandinavia drum bauen. Aber es ist halt einfach, jo, das wäre halt so krass. Und das ist auf jeden Fall mein Goal. Deswegen, dafür möchte ich genug, ja, genug Coins mir zusammen kaufen. Ich habe die David Silvers, habe ich verkauft. Für beide 40.000, also über die Hälfte Profit gemacht. Wir haben jetzt noch einen De Bruyne, in den wir investiert haben. Den haben wir für 175k gekauft. Der ist jetzt zum Beispiel auch ja, auf 200k knapp gestiegen. Wie gesagt, die werden wir alle nächste Woche verkaufen. Vidal ist top gestiegen. Also Vidal für 94k gekauft. Der ist bei über 130k. Und ja, ich will aber gar nicht so weiter rumschnacken. Ich will euch gar nicht so lange aufhalten. Ich weiß, ihr wollt die Packs sehen. Ich will sie auch sehen. Und ich hoffe, wenn wir eine von den skandinavischen Legenden ziehen sollten, wenn wir eine Ikone ziehen, ich möchte kein Ronaldo, ich möchte kein Ronaldinho, ich möchte die Ikone First Owner direkt so ziehen. Ich würde weinen. Lol. Paris Hilton. Das ist der erste, das ist die erste Special Card dieses Jahr, die wir ziehen. Ist aber absoluter Abstoß. Wir nehmen sie aber trotzdem mal mit, weil es die erste Special Card ist. Bro, du siehst so in Form halt Brasilianer. Ich denke sogar, ich schieb ganz kurz richtige Filme. Wieso ist der FIFA-Sound so schlecht? Das liegt manchmal an der Elgato, wenn die frisch ist. Also. Ja, der ist gerade echt wack. Stört es euch so sehr? Also. Erst gedacht, David Luiz. Nee, der hat ja keine Inform. Geht der Sound so klar? Ich rede einfach ein bisschen mehr darüber. Ich weiß nicht, ich habe bei Kevin manchmal gesehen, dass Kevin auch das Problem manchmal so hatte. Ich weiß nicht, wie Kevin das fixt. Der sagt immer, er startet seine Elgato neu, aber ich weiß gar nicht, wie soll man die Elgato starten. Also, die ist auch immer an. Ist das gerade eine Aufnahme? Ja, es ist gerade eine Aufnahme. Also, ich lade das auch nochmal auf Dings dann hoch. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also, ich habe jetzt so 100k auf der Tasche. De Bruyne 200k. Vidal 150. Sind 4. Also, wir kommen bestimmt so. Ja, keine Ahnung. 6. Also, gut, ich habe noch so viele andere Spieler. Özil und so weiter. Vielleicht kommen wir auf 800k. 800, 900k.
Also weiß nicht, wenn wir jetzt so insgesamt mit denen, wenn wir so auf eine Mio kommen, wir können, also ist es halt auch die Frage, wann ich die Ikonen kaufen kann. Also wann kaufen sollte. Also jetzt kann ich sie mir noch, also alle drei kann ich mir, wenn noch nicht leisten. Aber ja, es ist halt überschwierig. Mio solltest du heute hinkriegen. Ja, ich glaube, ich vergesse voll, dass ich eigentlich ja voll viele Spieler so habe. Weil ich habe auch so ein Di Maria. Das sind alles so Spieler, über die ich halt gar nicht weiß, dass Wer die da hat so die rumschlummern. Kompetenz? Moin Tomate. Kompetenz. Und moin Simon. Ich danke dir für den Sub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ronaldo. Cristiano. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Kann ich nicht hinten. Mann, ich denke bei Argentinien, ich denke immer an Dybala. Blocky, danke für den Zweier. Bro, wie findest du das neue Album von Sido bzw. JBG3? Noch nicht, also. Ist das Collabo-Album schon draußen von Savage und Dings? Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Habe gestern diesen einen Free-Track, habe ich gehört auf YouTube. Fand ich ganz nice. Ich generell, dass wir das zusammen machen, finde ich sick. Und auf JBG3 freue ich mich auch. Ist halt unterhaltsam, JBG3. Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall sick. Zieh einfach Neymar OTW und ausgesorgt. Ja. Na, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich jetzt halt weiß, ich habe halt ein Ziel. Ich war halt ja auch anfangs so, habe ich gedacht, so, ja, mit Jesus, Neymar, so 4-3-2-1 ist ein geiles Team. Aber so dieses skandinavische Trio, das hat halt keiner. Und das ist halt was Besonderes. Nur ich weiß nicht, ob ich mit der Format, also dass ich mit, ob ich mit 4-3-1-2 oder so, oder mit 4-1-2-1-2 die zweite, ob ich damit zurechtkomme. Weil bis jetzt bin ich mit 4-3-2-1 eigentlich ganz gut gefahren und kam sogar mit dem Flügelspiel ganz gut zurecht. So, ich kann aber nebenbei, wir können auch gerne, jetzt ist es auch erlaubt, dass wir über Fußball ein bisschen schreiben. Aber irgendwie ist nur bei Dortmund was los, ne? Ich habe Dortmund-Ergebniswette 4-1 gemacht. Also, Dortmund macht noch zwei Tore und wenn kommt, 20er-Quote ist da. Heute Karriere? Ich wollte noch X-Ray schreiben, stimmt, aber ich glaube, der ist jetzt sowieso. Also, ihr kennt es, wenn ihr aus dem Urlaub kommt, dies, das. Ihr müsst ja erstmal klarkommen auf euer Leben und habt erstmal genügend andere Sachen zu tun. Und heute ist eher schlecht, weil heute ist halt Fußball. Also, ich werde heute jetzt nicht mehr nachmittags streamen. Ich gucke heute Fußball und werde mir richtig leckeres Essen holen und richtig gönnen. Und schönen Derby-Sieg ansehen. Ronaldo auch. Yaya Touré. Aber er ist halt übergebumst. Aber ich habe mit Yaya immer richtig gerne gespielt. Ich habe richtig gerne mit Yaya früher auch noch gespielt. Er ist doch bestimmt immer noch ein bisschen was wert, oder? Bro. Hä, als ob. Aber ich glaube, er ist immer noch gut spielbar. Weil, guck mal, seine Werte. Also das Pace finde ich gar nicht so upturn. Aber er ist halt einfach dafür. Er ist halt einfach ein Baba. Ich weiß nicht, ob ihr Yaya Touré manchmal so Interviews mit ihm gesehen habt oder so. Er ist übersympathisch auch. Zum Beispiel als, er hat ja auch sag ich mal, seine Komplikationen mit Pep gehabt und so weiter, dass er ja auch gar keinen Stammplatz mehr hatte. Und er hatte zum Beispiel auch Angebote aus Asien, etc., wo er das Dreivierfache verdienen hätte können. Aber er hat es abgelehnt. Obwohl er also überhaupt nicht in der Team, in der Kaderplanung überhaupt dabei war. Was meint ihr denn? Also jetzt mal auch nochmal, ich habe auch mit Bluefire schon darüber geschrieben. Was meint ihr? Es ist generell sehr crazy Was zu ist los? Kann spekulieren, ich nicht aber hinten? wann sollte ich, oder wann, ich habe halt Bock mit ihnen zu spielen, wann sollte ich mir Laudrup und so weiter, die drei skandinavischen Legenden, wann sollte ich die mir holen? Beziehungsweise sollte ich mir die einfach holen, auch wenn ich Verluste mache, einfach nur weil ich Bock auf die habe? Oder ich hole sie mir jetzt und spiele mit denen und teste sie, ob ich immer mit denen zufrieden bin. Derby-Sieg für Werder. Missouri, hoffen wir mal auf ein gutes, unterhaltsames Spiel auf jeden Fall. Ich danke dir für den Donate, aber wir brauchen die Punkte. Wir brauchen sie. Ich muss auch ehrlich gestehen, Bremen hat die letzten Spiele auch besser gespielt als Hamburg. Also jetzt in der Bundesliga, die letzten, was man gesehen hat. Wie viel kosten die? Also, ja, so um die 300-400k immer so. Ronaldo. Ah! Das hätte ein leckerer Kanté werden können. Wenn FIFA einen Monat draußen ist? Ja, stimmt eigentlich auch. Also ist halt gar nicht so verkehrt. Also ich hätte halt Bock, also bei Larsson wird es sich halt am meisten lohnen, und auch zum Beispiel die SBC zu machen. Also der 90er Larsson sieht halt überlecker aus, muss ich sagen. La Cassette wäre lit. Ja, das ist ein Once to Watch. Da sieht die Pack-Animation nochmal ganz anders aus.
Also was heißt Pack-Animation, aber dann sieht es, also es kommt anders halt, ne? Reingeflogen. Heute mit X-Ray? Nee. Aber eventuell morgen. Ich glaube, Kanté hat generell so eine sehr ähnliche Preisentwicklung. Oder wird so ähnlich sein wie Vidal. Also noch besser als Vidal, aber Vidal habe ich ja auch investiert. Habe ich für 95k geholt und es war auch eine gute Entscheidung. Genauso wie De Bruyne, der ist auch schon 20k gestiegen. 30k. Oh, er war letzte Woche noch in Form. Bruder, ganz kurz. Man weiß eh, dass es nicht kommt. Ja, Hamburg muss kämpfen. Hamburg muss heute einfach zeigen, dass sie heiß auf den Sieg sind. Sie müssen halt einfach kämpfen. Sie müssen laufen. Sie müssen um jeden Ball kämpfen. Sie müssen. Jeder Angriff könnte der letzte sein. Pereira war in Form? Nicht Carvalho? Alright, dann habe ich verwechselt. Gestern noch was Geiles gezogen. Bester Spieler Mesut Özil. Also, ja. Specs heute UAC Elite um 18 Uhr. Es ist. Nein, es ist nicht um 18 Uhr, oder? Boah, nee. 3 PM ET. Das ist 21 Uhr, oder? Oh. Das ist 21 Kompetenz, Uhr, ne? Kompetenz. Weil ansonsten wäre jetzt mein ganzen Plan jetzt gefehlt. Wer hat die Kompetenz? 1-0 Frankfurt? Kompetenz. Sehr gut. Ist für meinen Schein sehr gut. Sauber. Ginter, mein No Risk. No Risk. Ey, was mit dem Jungen passiert ist, ne? Tut mir halt überleid. No Relax, so danke für den Sub. Willkommen, vielen Dank. Merci, merci. Freut mich. Kann ich mal meinen Schein zeigen? Ich habe ganz viele Scheine, aber ich habe auch ganz verwirrte Scheine. Ich danke dir. Ich danke dir. Was ist mit Max? Ich habe nur Hallo gesagt, weil ich ihn im Chat gesehen habe. Nur, dass ich hatte nochmal eine Videoidee bekommen. Also, falls du die Tage mal Zeit hast. Auf dem Teamspeak lässt du dich ja nicht mehr blicken, nur noch auf Discord. Nein, aber ich glaube, das hat. Oh, Brusinski kann ich. Brusinski sieht stabil aus, Mann. Everybody. Du hast Ferien? Oh. TS3. Der gute alte TS3. Moin, Shizui. Hast noch nicht so viel verpasst. Wir haben einen Inform gezogen. Die erste Special Card dieses Jahr. Aber wir ziehen heute eine skandinavische Ikone. Safe Call. Alle Spieler heute über 2,5 Tore, außer Wolfsburg, muss 1-0 Handicap gewinnen. Bruder, Handicap auf Wolfsburg zu legen, ist auch riskant, ne? Aber kann kommen. Gegen Mainz. Es ist natürlich Mainz hat ganz halt mit Dings gewonnen, mit dem Elfmeterturm. Dass man Kompetenzen hat. Reflame. Ein Jahr dabei,
12 Monate. Merci, merci, vielen Dank. Ein Jahr und immer noch keine Kompetenz. Zickzack-Set. Na klar, doch. Warum ist der Sound so komisch? Die Elgato spackt gerade rum. Aber das ist sowieso hier nur ein ganz kurzer Stream, weil ich jetzt nur die Packs aufmachen wollte. Und ja. Ich danke dir vielmals für deinen Subscribe. Aber ich ziehe noch heute. Ich will ernsthaft, irgendwann muss ich doch echt auch mal eine Ikone ziehen. Und ich werde mir, glaube ich, ganz ehrlich, ich sag mir das auch so. Ich ziehe so lange in FIFA, also ich investiere so viel Kohle, bis ich mein skandinavisches Trio mir da auch leisten kann. Ich bin mal gespannt, wie viel man für die Henrik Larsson SBC für die 90er auch nochmal, wie viel man da auch noch reinstecken muss. Weil ich muss sagen, Larsson sieht, also die Vorversionen sehen nicht so lecker aus. Schalke hat meinen ganzen Schein zerstört. Was hast du gelegt? Also bei dem Schalke-Spiel hätte ich mich nichts anderes getraut als ein 1x oder ein 2x. Also ich hätte safe bei beiden, egal auf wen ich getippt hätte, auf jeden Fall doppelte Chance wenn genommen. Wann bin ich heute aufgestanden? Wann bin ich heute aufgestanden? So gegen 11. Ja, haben wir ganz schön lange noch gemacht. Das ist ja nice, Max. Das ist stark. Sieg Schalke. Ja. Ja, aber das ist halt, das darfst, das kannst du. Bei so Schalke Leverkusen, da musst du 1x nehmen, weil das sind zwei vom, also finde ich, zwei gleichwertige Clubs so, da musst du halt immer noch einen Absicher mit einer doppelten Chance, wenn eher. Ich weiß nicht, was ich von Pizarro bei Köln halten soll. Ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht. Pizarro ist gut, aber... Finde ich ein bisschen... Ja, es ist halt auch... Es kommt halt oft immer so als Panikkauf dann auch so rüber. So von wegen, yo, wir brauchen jetzt hier einen Retter. Zieh mal was Gutes. Buddy, ich hätte nichts dagegen. Ich hätte absolut nichts dagegen. Besser als Córdoba? Córdoba muss erstmal warm werden. Córdoba ist auch ein Stürmer, der muss versorgt werden mit Bällen. Und solange er die nicht kriegt und generell bestimmt bei Köln das ganze Aufbauspiel nicht, wird da nicht viel passieren. Ja, ich habe es mitbekommen, Intrinus. Was sehr, sehr traurig. Also ist halt krass. Also mit 29 ist schon sehr, sehr krass. Die beste türkische Mannschaft ist Galatasaray. Also im Moment ist es Beşiktaş. Beşiktaş spielt international gerade richtig gut. Rulli. Rulli der Dulli. Was ist mit Rudnevs? Was ist mit Yunus? Ich habe Rudnevs gesagt. Rudnevs ist zurückgetreten und der ist halt 29 erst und der hatte halt aufgrund von persönlichen Dingen, also es ist nicht öffentlich, warum, aber er hat wohl irgendwelche Sachen, irgendwelche Probleme, das ist ja. Wo wette ich eigentlich? Typico. Hol dir N'Golo Kanté. Oh, Philippe Andersson. Habe ich immer sehr gerne mit seinem Striker in Form gespielt. FIFA 16 war das, glaube ich. Basti Gallas Tabellenerster. Bruder, Super League. Super League. Ist, ja, was soll ich. Ja. Ja. Ah, Herrera ist auch schon eine 84. Wann ist Ixchen nochmal zu Hause? Ich glaube, er kommt heute an. Holy shit, jetzt verkaufen Herrera? Oder steigt der noch? Ein 84er? Herrera ist krass, bester Spieler bis jetzt. Aber ich behalte ihn einfach nochmal. Verkauf den. Wollen wir gleich mal durch meinen ganzen Verein gehen und ihr helft mir nochmal?
Wen man verkaufen sollte und wen noch nicht. Also gibt es generell, also ich, wegen der Weekend League, ne? Für die Weekend League Teams sollte ich jetzt eher die Spieler verkaufen, die man dafür nicht so benutzt. Weil ich glaube, das macht vielleicht ganz gut Sinn, oder? Ist das PSN-Guthaben von gestern da? Ja, damit ziehe ich ja gerade. Alle 83 plus verkaufen? Was ist los? Ich kann Follower, danke dir für. Ich hab diese Streams vermisst. Buddy, es ist ein ganz entspannt. Ich mag das halt auch so. FIFA ist halt einfach sick. Türkische Liga ist. Naja, türkische Liga, Bruder, du kannst. Türkische Liga ist halt einfach unberechenbar. Da kannst du. Ja. Aber was ich halt jetzt nur von Beşiktaş gesehen habe, gegen Leipzig und auch gegen. Davor haben sie auch 2-0 gewonnen. War einfach stabil, ja. Was für ein Team machst du? Also mein Ziel ist eigentlich ein skandinavisches. Also ich mein Dream Team ist das Baba skandinavische Trio mit Larsson, Laudrup und den Little Man. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen, aber. Aber dass ich halt echt kein Once to Watch gezogen habe in 36.000 FIFA Points, finde ich tough. Bis jetzt. Also bis jetzt in 30.000 FIFA Points nicht ein Once to Watch. Habe ich mich schon für die Weekend League qualifiziert? Natürlich, hallo. Ah? Naja. Ich glaube, ich würde sogar Fährmann jetzt mitnehmen. Also sowieso, weil ich ihn eher als Leno spielen würde. Weil Leno hat mir gar nicht mehr gefallen. Leno finde ich richtig wack. So, was haben wir? Ist gerade Halbzeit noch? Na, Bulli? Ja, ne? Baumann soll richtig gut sein. Okay. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht. Yo, Blocky, danke dir mal für den Zweier. Aber warum streamst du jetzt und nicht am Abend? Und was war eigentlich vorgestern, wo Max Norris für dich gestreamt hat? Mann, das hat ein. Das war nicht offiziell, das hat einfach aus Joke gemacht. Also, ich streame jetzt und abends, weil ich streame jetzt am Nachmittag halt FIFA. Weil ich wollte eigentlich gestern Abend halt im Late-Night-Stream noch diese Packs aufmachen. Aber die FIFA-Points kamen halt nicht an. Deswegen habe ich gesagt, ich mache. Halt am Nachmittag nochmal einen kleinen separaten, schnellen FIFA-Livestream, der halt jetzt hier ist. Und nachher gibt es einen ganz normalen 21 Uhr Minecraft-Stream dann halt. So wie sonst auch. Also, und vorgestern ging es mir nicht so gut. Blocky, guck dir meine Videos an, da habe ich das im letzten Video habe ich nochmal gesagt, was da los war. Also mir ging es einfach nicht gut. Und Norris hat nicht für mich gestreamt, das hat einfach aus Joke halt so gemacht. Das war nicht abgesprochen oder so. Dennis, ich habe noch einmal Özil gezogen gestern, aber ansonsten nichts weiter. Ansonsten nichts weiter. Wenn ich R1 gedrückt halte beim Pack auf, krieg ich was krasses. Bruder, das muss ja stimmen. Digga, ich mach's direkt. Oh mein Gott, ich hatte wirklich R1 gedrückt. Krass, krass. Ja, wahrscheinlich habe ich Norris dafür bezahlt, dass er für mich streamt auf seinem Twitch-Channel, oder? Digga, ich habe ja richtig. Hat sich richtig gelohnt. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Das sieht übersick aus. Nochmal von 1 Follower. Streamst du heute Abend nochmal FIFA? Weiß ich nicht. Je nachdem, wie das Stream läuft. Ich habe morgen einen relativ stressigen Day, weil ich auch früh raus muss. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt heute so krass lang streame, aber eigentlich schon. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Danke dir mal für den Donate. Ab wann gibt's Karriere? Ich werde es mal probieren, je nachdem, wie es nach X-Ray passt. Morgen sollte vielleicht passen. Morgen Nachmittag. Am Sonntag wäre, glaube ich, passend. Heute halt nicht.
Wenn er dann halt heute, wenn er morgen dann schon kann. Ja. Der gute Nuri. Warum musst du denn früh raus? Ja, weil man hat manche Sachen zu tun. So, na, mal gucken, ob da noch was kommt heute hier. In die Kirche. Pack Winning Loser wurde im Moment ist halt echt richtig lost. Also die Coins, die kommen richtig schlemmt rein. Warst du in letzter Zeit nochmal schummeln? Was meinst du mit schummeln? Meinst du auf der Samenbank oder was? Oh. Im Moment gehe ich, ist ja gar nichts wert. Im Moment gehe ich nur ein bis zweimal in der Woche. Wann kommt das Video? Ich warte auf den Thumbnail. Ich habe, by the way, irgendwelche Probleme beim Aufnehmen. Also bei mir, leckt die Aufnahme, wenn ich auf Full HD stelle. Das war sonst auch nicht so. Ich habe nichts verstellt und ich habe keine Ahnung, why. Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum. Das ist sehr, sehr doof. Nico WTF. Ja moin. Die Managerverträge, man kennt ihn. Prozessor vielleicht entstauben, hatte ich auch. Ich wäre sonst keine Probleme mit meinem Prozessor. Das muss dann irgendwas OBS-mäßiges liegen. L1 gedrückt halten habe ich. Digga. Ihr kleinen Scammer. So, letzten 4000 FIFA-Points. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dann ist schon einen halben Tag down. Ja, wenn halt Elite 2 sonst nochmal, also das werden die ja dann schon irgendwie hinkriegen, ist ja immer ein Event, was die nicht verkacken wollen. Ne? Blocky, danke dir noch für den 2-1 Follower, musst du nicht ins Bett und Basti, warum sieht man, wenn du spielst, nicht die Spielernamen, sondern nur deinen Namen, also Basti oder so? Ah, das kannst du einstellen. Du siehst ja unten dann in der dieser Leiste, wo sich das auffüllt. Wie viel Dingst? Ich habe mir meinen PC fertig gekauft. Also so custom halt zusammen Dingst bauen lassen. Die Stas. Muss ich ehrlich sagen, weil ich das halt einfach auch nicht kann und ist mir das Risiko zu groß. Und dann gebe ich halt ein paar 200-300 Euro mehr aus. Einfach, um auch, sag ich mal, die Absicherung, also die Vergewisserung zu haben, dass es halt wenigstens Leute gemacht haben, die ein bisschen Ahnung und ein bisschen was raffen. Ey, Munir tut mir auch leid, Alter. Alvarez, Digga, die sind doch absolut letzter. Ich glaube, die haben 0 Punkte bis jetzt, ne? Raffen auch wieder gar nichts. Das Krasseste, was ich jetzt gezogen habe. Ja, ist Özil der wertvollste? Weiß ich gar nicht. Ist er nicht, ne? So, Thumbnail ist da. Ne. Das war ein jüdischer Freund von mir, der mir geschrieben hatte. Miese Ausbeute, Ramon. Ramon. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Jo, Stollers, was ist los? Jungs, das ist hier so ein kleiner Special Stream. Ihr solltet eben sein. Ich danke euch vielmals für die Donation, Alter. Vielen, vielen Dank. Merci, merci. Guter Stolli. Top Donator, Alter. Pogchamp. Vielen, vielen Dank, Mann. So, wir ziehen jetzt eine Ikone. Wir ziehen jetzt einen Icon Laudrup. Den 85er Laudrup. Der wird mir voll reichen. Den nehme ich jetzt einfach auf ganz entspannt mit.
Rom. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Follower, ich danke dir auch nochmal für den 2-Euro-Donate. Sokrates? Manolas? Danke dir. Wie lange wollen wir das Bett? Wie lange wollen wir das bitte machen? Was macht ihr denn? Donate oder was? Manolas? Ja, das sind alles so Spieler, das ist doch stabil. Es spielt Watford, die Wolves sind in der Championship. Obwohl Senegal. Ist. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Mané ist doch kein Senegalese. Oder? Doch. Senegalese ist Mané, ne? Ich weiß Bescheid. No risk. Everybody is watching. Digga, an den Goldsets, da ziehen wir noch eine Legende. Glaubst du, aus Fu wird die Saison zurückgesetzt? Dicker, wir sind im 5. Spieltag, wie soll ich dir das sagen? Nein, wird's nicht. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Ja. Alright, Follower. Danke dir erneut für den Donate. Ja. Vielen, vielen Dank für den 11 Euro und 1 Cent. Top Donate. Danke für den 5er. Oi, oh, oi. Lies das vor und du kriegst einen OTW. Krieg ich denn einen wenigsten krassen OTW? Weil ich habe bis jetzt noch nicht eingezogen in knapp 36.000 FIFA Points. OTW ist eine Wants-to-Watch-Karte. Das ist halt so eine Inform-Karte, also eine Karte, die sich halt immer updatet, wenn der neueste Inform rauskommt. Die sich dann den Ratings angleicht von dem Inform. Wärst du noch ein treuer HSV-Fan, wenn HSV in der dritten Liga wäre, Bruder? Klar, es ist halt eine Selbstverständlichkeit. Ansonsten kannst du dich auch nicht Fan von einem Verein nennen, wenn du das nicht, also wenn du da nicht so hinterstehen würdest. Dass du halt auch noch dabei wärst, wenn sie halt auch eine Vereinsliebe kennt, halt auch keine Liga. Natürlich wär's bitter. Ich bin Fan von dem, der gewinnt. Ja, ja, nochmal. Ich auch, immer. Das muss so.
Ja, aber so ein Szenario von wegen Bayern steigt halt ab, ist halt einfach so unvorstellbar. Wie viel FIFA Points ich bis jetzt investiert habe? 60.000. Ja. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Ja moin. Die Hashtag Basti Army. Stolas, da musstest du aber kurz rechnen, wa? Hashtag Basti Army Kappa. Vielen Dank, Jungs. Ich wollte nur ganz entspannt mit Packs aufmachen, aber ich danke euch für die Donates, ja. Vielen Dank. Heute schon was Gutes gezogen? Nicht wirklich. Visca Barça. Was habe ich, was war das Wertvollste, was ich bis jetzt gezogen habe? Ich weiß es nicht mal und das ist schon eigentlich nicht gut. Wenn es so weitergeht, muss ich heute Abend nicht mehr streamen, Digga. Das ist aber. Jungs, was soll ich mir jetzt gleich machen beim Fußball gucken? Mache ich mir eine Lasagne oder bestelle ich mir was? Also eine Mamanzini habe ich noch da. Hätte auch Bock eigentlich, aber ich hätte auch mal wieder Bock auf bestellen. Ich habe locker 2-3 Wochen nicht bestellt. Manolas war der Beste, ne? Manolas jetzt. Wir gehen mal gleich durch meinen Verein. Ihr könnt mir gleich mal helfen, was ich verkaufen soll und was noch nicht. Lasagne geht immer. Bestell dir eine Lasagne. Jawohl. That is it. Was willst du denn bestellen? Ich würde wenn meine Main Pizza bestellen, meine Chicken Barbecue rote Zwiebel Sesam Pizza. Van Dijk ist Mehrwerk. Olle Besic, Alter. Alte Hamburger Legende, Kappa. Wir haben an seinem Wechsel nach Everton haben wir glaube ich noch mal 500.000 mitverdient. Sesam, ja, so Sesamkörner halt drauf. Hä, ist halt überlecker. Sesam mag ich gar nicht, aber ist jeden Tag bei Mac ist meine Burger. Auf Pizza, hä, einfach Sesamkörner. Weißt du, wie geil das ist mit so Barbecue-Soße? Das schmeckt echt. Hä, was hatet ihr denn Sesam, als ob das halt nicht nice ist, wenn man das auf einer Pizza so hat? Alright, die letzten 3 Packs, jetzt kommt noch eine Ikone. Low Drop. Schon nice, aber auf Pizza noch nie gehört. Ja. Muss man mal. Ja, es ist halt echt lecker. Also, hä, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so crazy für euch ist. So. Ja, aber ich will jetzt, also, ich will nur grob kurz. Und jetzt zum Abschluss mal ein Ronaldo. Na. Ich bin halt so safe auch da gerade von ausgegangen, dass es ein Godin ist, ne? Also wir haben vereinzelt gute Spieler gezogen. Aber ja, geht. Bruh. Also erstmal 100.000 mit Abstoßen gemacht. Ich würde dann erstmal an der Stelle Ciao an die Freunde auf YouTube sagen. Schön, dass ihr mal wieder am Start wart. Wie gesagt, ihr habt gesehen, was unser Ziel ist, die drei, das skandinavische Trio. Das wird kommen. Ja, knackige 45 Minuten Aufnahme, Junge. Ich bin ja aber richtig am Videos ballern, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ja, dann war es das erstmal.
also an YouTube zu schauen. Wir gehen nochmal gleich mit meinem Verein. Macht's gut, an YouTube.